Round two. Round zwei. Drin, achten Sie mal auf die Athletik, auf die Muskulatur von Krasniqi, aber auch Bösel wirkt fitter als beim letzten Mal. 6 Jahre haben beide gemeinsam in Magdeburg trainiert. Da war ein Aufwärtshaken von Krasniqi. Gute Hände. Der rechte Cross hat gesessen und auch dieser Aufwärtshaken war im Ziel. Variabilität bis hierher auf Seiten des Weltmeisters. Aber Bösel drückt. Bösel kommt von der Ringmitte aus. Krasniqi wirft bis dato wacher, schneller, ein bisschen frischer als Dominic Bösel. Aber Bösel aus der Doppeldeckung heraus, immer wieder hinein in den Distanzbereich von Robin Krasniqi. Normalerweise die Qualität des Dominic Bösel, in die Aktion des Gegners hineinzuschlagen. Aber noch findet er die richtige Distanz nicht. Besseren Treffer bis hierher bei Krasniqi. Das ist erlaubt. Kommando von Ingo Barabas kam erst nach den Schlägen von Dominic Bösel. Wenn beide zusammenstehen, dann können sie auch im Infight noch Treffer setzen. Absolut legitim. Erst nach dem Break-Kommando des Ringrichters gilt Stopp, meine Herren. Jede Runde, das wissen Sie, wird mit 10 zu 9 bewertet. Durch insgesamt 3 Punktrichter. Die da heißen Frank, Michael Maas, Marco Morales und Caroline Pütz. Alle aus Deutschland. Es ist ohnehin ein deutsches Duell, aber die Weltverbände verzichten ohnehin aufgrund der Corona-Krise. War das ein Tiefschlag? Nein, Krasniqi beschwert sich nicht. Aufgrund der Corona-Lage Punkt und Ringrichter um die Welt zu schicken. Hier in diesem Weltmeisterschaftskampf im Halbschwergewicht. Wird es keine Fragen geben. Das Duell, das spürt man, ist deutlich intensiver als das erste. Krasniqi hat den Kopf. Immer, da hat Schiss, die ich nicht von dem her. Gerade Hände, immer wieder einhängen und von draußen. Verdammt, auf den Arbeitshammer. Hast du gut gemacht. Ablocken und sofort gegenschlagen. Atme tief. Dominik, nicht überraschen lassen, mehr mit der linken Auge. Und dann 1-2, so wird es heute gut kommen, meine Tatsache. Ja? Junge, bleib konzentriert. Du bist, du musst der Bessere. Magomed Shapurov. Wir begrüßen noch einmal den Co-Trainer Hotschmann. Zeit ist um. Das war eine gute Runde von Bösel. Vielleicht die beste bis hierher. Da nochmal der Hinweis, nicht Hinterkopf zu schlagen. Darauf es dir hört. Du musst noch mehr in den Führungsstand. Immer wieder vertraut. Und dann 1-2. So wie immer wieder 1-2. Das war die Hand, diese rechte da hinten. Schindrim, Krasniqi springt auf. Magomed Shapurov lacht, weil sie diesen Schlag, den es im Box normalerweise nicht geben sollen, als solchen auch ahnden. Genau das eben auch von Ingo Barabas moniert. Second time!
Round 5. Um diesen Kampf zu wenden. Die Führungszeit ist gut. Krasniqi variabel, geht hin zum Körper und auch mal zum Kopf. Und jede Aktion wird hier von den Fans. Er hat schon zweimal gefeiert. Der versucht den Kopf. Böselager. Er stammt aus Sachsen-Anhalt, aus dem südlichen, in der Nähe zu Thüringen, aus Freiburg an der Unstrut. Wunderschöne Region, bekannt für den Weinanbau, der roten Kämpchensekt, er stammt von dort. Dominic Bösel ist dort tief verwurzelt und viele, viele haben ihn hierher nach Magdeburg begleitet. Gilt genauso auch für Robin Krasniqi aus Junik im Kosovo. Vielleicht kennen Sie seine Geschichte. Er, der mit seiner Familie vor dem Kosovo-Krieg fliehen musste, sein Vater war schon in Deutschland, hat hier viel gearbeitet, in mehreren Jobs zu Hause, um die Familie im Kosovo durchzubringen. Am Ende sind sie alle in Deutschland gelandet. Und so stolz, das war eine gute Linke von Böse, der besser wird, an diese vierte Runde anknüpfen kann. Sie haben sich diesen Schlag, diesen Konter, diesen harten hin zum Kopf mit der rechten wieder als wichtigstes Instrument zurechtgelegt. Schaburov und Krasniqi. Aber da kommt auch der Aufwärtshaken. Hier wieder genau diese Hand. Weil Bösel, wenn er mit rechts schlägt, die linke fallen lässt. Nicht belauern sie, sie stehen gegenseitig in der Distanz. Dominic Bösel springt in diesem Moment ein bisschen zu sehr rein. Müsste draußen bleiben, einen halben Schritt zurück machen. Jetzt in dieser Phase, das ist klar, war mit diesem Tempo nicht zu erwarten über die 12 Runden. Und das war es in dieser fünften. Einmalige Karriere. So, sechste Runde. Seine Analysen sitzen. Sechste Runde. Dominic Bösel ein bisschen zu verkrampft. Vielleicht zu wenig Schläge. Aber er ist nah dran und er will seine Aktionen abfeuern. Er hat in jedem Fall viel, viel mehr Energie als vor einem Jahr. Von lässiger Vorbereitung bei Böse, Müdigkeit, Spannungslosigkeit, nichts zu sehen. Da muss er aufpassen, Ingo Barabas hat ihn bereits ermahnt. Das kann am Ende zu einer Verwarnung führen und Georg Pamowski will die erste Hand von Böse. Aber der hat immer wieder auf seinen eigenen Kopf, Dominic Bösel, wartet auch auf die Aktion von Krasniqi, um genau in diese hineinzugehen. Dieser Kampf dauert, desto größer könnte die Sicherheit bei Bösel werden, weil er die Hände von Robin Krasniqi aushalten kann, anders als im Oktober letzten Jahres. Dynamik, Athletik nach wie vor Vorteil Krasniqi. Auch hier die Führungshand.
schlägt gut aus dem Rückwärtsgang, schlägt öfter, trifft natürlich hin und wieder die Doppeldeckung, geht zum Körper, jetzt wieder zum Kopf mit der linken. Sehr starke Phase von Rabin Krasniqi. Das ist die große Gefahr für Dominic Bösel. Wenn er mit der linken kommt, dann kommt er.